Moin, willkommen zurück zum Operation Flashpoint Freedom Let's Play. Ja, wir sind jetzt in Mission 2 angelangt und die heißt Picnic. Ja, heute haben wir den Auftrag von unserem Vater erhalten, die zweite der drei Wahlkampfteilnehmer zu töten. Und zwar heißt diese Nicola. Ja, Nicola hat heute was ganz Tolles vor. Die fliegt mit ihrem Sportflugzeug von diesem Flughafen hier aus hier hin, also zumindest überquert sie diesen Bereich hier, diesen Hügel, und wir haben natürlich nichts Besseres zu tun, als von hier aus mit unserem Moped loszufahren und auch zu diesem Hügel zu fahren und sie mit diesem kleinen Ding hier, mit dem kleinen Torpedo hier abzuschießen. Ja, das ist der Plan. Quasi sie mit einer Bodenluftrakete vom Himmel zu holen. Denn das Ganze wird dann so ein bisschen aussehen wie ein Unfall. Tja, ist wohl im Schwarm Vögel geflogen. Wer weiß das schon. Ja, der Auftrag, fahren Sie zum Hügel, schießen Sie Nikolas Flugzeug ab, kehren Sie zurück. Okay. Notizen. 7.04.2008. Heute ist eine gute Chance, Nicola, die zweite von drei Wahlkampfkandidaten, zu erledigen. Denn heute macht Nicola einen Ausflug mit ihrem Sportflugzeug. Es wird aussehen wie ein Unfall. Ja, da ist nochmal der kleine Torpedo. Und dann würde ich sagen, auf geht's, lasst uns den Vogel vom Himmel holen. Okay, so kann losgehen. Okay, die kannst du erstmal wieder auf den Rücken packen. Okay, dann holen wir uns mal auf unser rautes Motorrad schwingen. Geil, jetzt ist die Schlampe dran. Ja, jetzt müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, damit wir die rechtzeitig abfangen können. Nicht, dass wir die noch verpassen. Das wäre ja schade. So. Machen wir Platz da. Bist mir eindeutig zu langsam unterwegs. Hier so auch nochmal so ein paar einfach so Zivilisten eingebaut. Hier zum Beispiel, da fährt ein Trecker rum und ein paar Autos, die rumfahren, damit das Ganze mal ein bisschen lebendiger wirkt. So, hier müssen wir rechts abbiegen. Oh, erstmal über den Grünstreifen. Ich liebe dieses rote Motorrad. Ein Abonnent hat mir übrigens geschrieben, auch ich glaube in dem Resistance Let's Play, was für ein Typ das ist, das Motorrad. So, nachgeguckt, ja, stimmt tatsächlich, scheint so zu sein. Ich habe den Typ aber vergessen, also den Typ des Motorrads. Oh, oh, in die Eisen gehen hier. Abbremsen. So, jetzt müssen wir hier noch diesen kleinen Weg längs fahren. Da fährt auch noch ein Trecker. Boah. So, gleich müssen wir hier von dem Feldweg runter. Übrigens, Motorrad fährt sich echt am besten, wenn man das mit der Maus steuert. Also Gas geben tue ich hier mit der Tastatur, aber steuern aber mit der Maus. So, hier diesen kleinen Feldweg hoch hier. So, und dann hier vorne kommt übrigens auch gleich ein Dorf noch, wenn man auf die Karte guckt.
oder sehen wir auch gleich noch. Und da ist nämlich noch ein, steht ein Auto. Wenn man jetzt das Motorrad hier platt macht, könnte man sich da das Dorf, dann könnte man sich da noch ein Auto holen, damit man nicht den ganzen Weg zurück zu Fuß zurücklaufen muss. Ja, das Dorf da. Da steht ein Auto. Für diejenigen, die ihr Auto zerschroten. Da kommt sie. Ja. Die stürzt gleich ab. Die hat gleich einen Unfall. Das weiß sie nur noch nicht. Haben wir so eine kleine Kamerafahrt darum. Jetzt müssen wir uns auch beeilen. Denn wenn die Meldung kommt, dann dauert das auch nicht allzu lange, bis die Gute da auftaucht. Na komm schon. Es kommt davon, wenn man beim Frühstück noch so lange Zeitungen liest, ne, und Kaffee trinkt, dann kommt man dementsprechend auch spät bei seinen Kunden an. Also in dem Fall ist die Nicola unsere Kundin. Mit der haben wir was Geschäftliches zu erledigen. Okay, da kommt sie. Da kommt sie. Wow. Guten Flug, Kleine. Ja. Das hat sie zerfetzt. Damit hat die nicht gerechnet, würde ich sagen. Selber schuld. Wer sich mit der Familie Müller anlegt, muss damit rechnen, ausgeschaltet zu werden. So, jetzt müssen wir zurück. Wir sind jetzt übrigens in, ja, hier längs gefahren. Zack. Und dann tun wir uns mal auf den Rückweg machen. So. Die richtige Richtung. Ja. Da fahren wir nochmal an den Wrack vorbei. Können wir sie nochmal begaffen quasi hier. Oh, 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 so schnell beschossen. Tja. Das hat die Gute erledigt. Irgendwie guckt der Kopf da raus. Gut. So. Fehlt nur noch einer. Und den werden wir uns auch noch kümmern. Gut, ich bin erstmal hier in den Busch gefahren. Kleine Huckelfahrt hier. So, hier kann man noch rechts rum. Nochmal das Speicherknöpfchen drücken. Auf den Erfolg können wir auch mal einen Schluck Kaffee zu uns nehmen. Mhm. Den guten, blauen von Aldi. Ne? Tasse. Zwei Drittel Kaffee. Mindestens ein Drittel Milch. Also
wo es so eine, nennen sie jetzt mal hellbraune Farbe bilden. Das Gesöff, da ist perfekt. Dann ist er perfekt. Also morgens vor der Arbeit, bevor ich losfahre, 2 Tassen, große, mindestens. Und dann während der Arbeit auch nochmal ein paar. Ja. Muss sich ja wach halten. Wow, oh, 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 oh. Konzentration pur. Leo Montana auf dem Motorrad. Abkürzen. Mein super geländegängiges Motorrad hier. Übrigens, der steht da nicht, der fährt. Der fährt tatsächlich rum. Nicht, dass man denkt, der steht da einfach nur rum. Oh, da laufen Leute. Boah. So, auch hier ganz schön anstrengend. Zack. Wir sind hier zur Kirche. Boah. Da wartet Fadi schon auf uns. General Müller, gut gemacht, mein Sohn. Haha, Fadi ist stolz auf uns. So, Mission erfolgreich. Die wird nie wieder fliegen. Das wird nie wieder fliegen. Genau, das. Minus 800 Punkte. Ja, einer von euch hat mich auch darauf angesprochen, ich hätte hier mal die Punkte reinsetzen sollen, also im Editor. Ja, hätte ich machen können. Habe ich, glaube ich, damals noch nicht drüber nachgedacht. Bestimmt. Könnte man ja nochmal nachträglich quasi die Mission verbessern. Gucken, ob ich da nochmal Lust zu habe. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Und da sind wir auch schon in der dritten Mission. Und hier mache ich erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Mission. Tschüss.